Schmerzen in der Achillessehne können ganz viele verschiedene Ursachen haben. Ein ganz wichtiger Faktor dabei ist eine mangelnde Stabilität des Fußes im Gehen, Laufen oder Springen. In diesem Video zeige ich dir, wie du selbst feststellen kannst, ob bei dir tatsächlich die Fußstabilität nicht ausreichend ist. Und ich zeige dir meine besten Übungen, um die Fußstabilität nachhaltig zu verbessern. Hallo, ich freue mich sehr, dass du dir dieses Video anschaust. Mein Name ist Sarah und mein Ziel ist es, dir zu zeigen, wie du dir selbst helfen kannst, dabei schmerzfrei zu werden und wieder in deine Leistungsfähigkeit zu kommen. Heute beschäftigen wir uns wieder mit den Schmerzen in der Achillessehne. Ich habe dir in meinen vorigen Videos schon erzählt, was die Ursachen für eine Achillessehnenentzündung sein können. Ich habe dir gezeigt, wie du die Schmerzen schnellstmöglich reduzieren kannst. Und ich habe dir auch schon den zweiten Schritt gezeigt, beziehungsweise einen Faktor daraus, nämlich was ist, wenn du ein Kraftdefizit in der Wadenmuskulatur hast. Heute wird es darum gehen, einen weiteren wichtigen Faktor, der eben die Schmerzen in der Achillessehne auslösen kann, zu bearbeiten. Und das ist die Stabilität deines Fußes, beziehungsweise was ist, wenn die Stabilität deines Fußes reduziert ist. Nochmal kurz zur Wiederholung, die Achillessehne mag es gerne, wenn sie gleichmäßig belastet wird. Das heißt, überall in den Fasern ist ungefähr die gleiche Zugbelastung. Wenn deine Fußstabilität nicht ausreichend sein sollte, dann kann es eben dazu kommen, dass bestimmte Teile der Achillessehne mehr unter Zugspannung gebracht werden und das kann dann in einer Reizung bzw. in einer Entzündung enden. Die Faktoren, die dabei zu einer Reizung führen können, sind einmal, wenn dein Fuß vermehrt auf die Innenkante geht. Das heißt, wenn du ankommst im Gehen, im Laufen oder im Springen und dein Fuß sackt nach innen ein. Das ist eine sogenannte Eversion oder Pronation. Das kann bei zum Beispiel einem Senk- oder Knickfuß, das hast du vielleicht schon mal gehört, der Fall sein. Meistens ist die Ursache dafür, dass die Muskulatur, die den Fuß aufrecht hält und die diese Bewegung abbremst, nicht stark genug ist. Ein zweiter Faktor, der häufig vorkommt, ist, wenn du vermehrt über die Außenkante des Fußes abrollst. Das heißt, wenn du im Fußabdruck in eine sogenannte Supination bzw. Inversion des Fußes gehst. Und dann ist es eben auch so, dass die Belastung der Achillessehne asymmetrisch wird und das dann langfristig zu einer Reizung führen kann. Jetzt fragst du dich natürlich sicherlich, wie kannst du herausfinden, ob du tatsächlich ein Stabilitätsproblem mit deinem Fuß hast. Natürlich kannst du das professionell analysieren lassen, darum soll es ja aber nicht gehen in diesem Video, sondern es geht ja darum, was kannst du selber zu Hause machen. Und du kannst das am besten selber herausfinden, indem du dich selber aufnimmst auf Video. Stell dein Handy oder wenn du eine Kamera hast, stell die so auf, dass du deinen Fuß sehen kannst, am besten also auf dem Boden oder relativ nah am Boden auf dem Stativ. Und dann kannst du verschiedene Übungen machen und die möchte ich dir gleich einmal zeigen. Das eine ist natürlich, wenn du irgendetwas mit Laufen zu tun hast, dich im Laufen aufzunehmen. Das heißt, du läufst auf die Kamera zu, von der Kamera weg und schaust eben, ist dein Fuß stabil oder knickt er vermehrt nach innen ein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie sieht es im Abdruck aus? Kippt dein Fuß auf die Außenkante oder schaffst du es, gerade gleichmäßig über den großen Zeh abzurollen? Das Gleiche kannst du natürlich auch im Gehen dir anschauen. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, dir das mit der Kamera anzuschauen, ist eine Möglichkeit, gerade für dieses nach außen Kippen des Fußes im Fußabdruck, mal nachzuspüren, wie das ist, wenn du gehst oder läufst. Wo merkst du vermehrt Druck im Fußabdruck? Ist das mehr auf der Außenkante oder mehr auf der Innenkante? Das kann manchmal auch schon einen Hinweis geben. Zusätzlich kannst du dir verschiedene Übungen angucken, in denen die Fußstabilität eine Rolle spielt. Das eine ist der einbeinige Stand. Auch hier wieder, mach ein Video von vorne und von hinten, stell dich auf ein Bein und schau, was passiert. Kippst du vermehrt nach innen oder kippst du vermehrt auf die Außenkante des Fußes, dann kann das ein Hinweis sein, dass die Stabilität da nicht ausreichend ist. Funktioniert das gut, kannst du gerne auch dynamischer werden. Das heißt,
Du schaust dir einfach einmal an, was passiert, wenn du springst. Und dabei ist es am sinnvollsten, du machst das auf einem Bein. Denn da kommt das viel mehr zum Tragen, als wenn du jetzt auf beiden Beinen stehst. Das ist viel leichter. Mach es dir ruhig schwer, damit du wirklich siehst, was passiert. Und wenn du im Gehen, im Laufen irgendetwas machst, da bist du auch auf einem Bein unterwegs. Das heißt, du musst es auf einem Bein stabil halten können. Dementsprechend stellst du dich auf ein Bein und hüpfst ein paar Mal hoch und runter und nimmst das auf. Also so. Das zeige ich dir nachher auch nochmal von nah. Dabei schaust du dir auch an, vielleicht sogar in Zeitlupe, wenn du die Möglichkeit hast, wie ist die Stabilität des Fußes. Knickst du vermehrt nach innen ein, gehst du vermehrt auf die Außenkante. Das Ganze machst du natürlich auf beiden Seiten. Dadurch kriegst du einen guten Vergleich auch, gibt es vielleicht Seitenunterschiede. Wenn du hier vermehrt nach innen einbrichst, also die Achillessehne, wenn du von hinten guckst, steht dabei ganz schief, oder du gehst im Abdruck super stark über die Außenkante, die Ferse kippt so ein bisschen nach innen rein, dann ist das auf jeden Fall ein Hinweis, dass du in puncto Stabilität und Abrollverhalten etwas tun musst. Kommen wir nun dazu, was du machen kannst, wenn du tatsächlich in den Übungen festgestellt hast, du kippst vermehrt nach innen oder vermehrt nach außen. Starten wir mit dem Kippen nach außen. Das heißt, wenn du über die Außenkante abrollst in eine sogenannte Supination oder Inversion. Wenn du das machst, ist das Einfachste und Beste, was du tun kannst, dich im Gehen und im Laufen zu beobachten und da versuchen, Korrekturen vorzunehmen. Du müsstest merken, wenn du das machst, dass du mehr Druck auf die Außenkante vom Fuß im Fußabdruck bekommst. Wenn das so ist, dann versuchst du mal, rede jetzt mal vom Gehen, für eine Strecke von 1-2 Minuten den Druck im Fußabdruck mehr auf die Innenkante vom Fuß zu verlagern, auf deinen großen Zeh. Dass du mal ganz bewusst über deinen großen Zeh abrollst, also richtig übertreibst. Und das Ganze 1-2 Minuten lang machst und dann wieder ganz normal weitergehst. Dann wieder 1-2 Minuten über die große Zehe abrollen. Das kannst du natürlich auch in deinem Lauftraining machen. Ziel ist es natürlich, dass du dich irgendwann in die Mitte einpendelst, aber zum Anfang hin macht es Sinn, erst einmal zu übertreiben. Auch das kannst du natürlich erstmal aufnehmen, wie das aussieht, ob das dann besser funktioniert oder eben nicht. Wenn du jetzt festgestellt hast, dass dein Fuß vermehrt nach innen einbricht, also in deinen sogenannten Knickfuß oder Senkfuß, dann sieht das Ganze schon ein bisschen komplizierter aus, als wenn du über die Außenkante abrollst, denn da musst du an den Muskeln arbeiten, die den Fuß vermehrt aufrichten und helfen, den zu stabilisieren. Und da ist eine Grundübung mir super wichtig. Und zwar musst du dir dafür vorstellen, du hast 4 Punkte an deinem Fuß, du hast die Ferse außen, die Ferse innen und du hast den Großzehenball und den Kleinzehenballen. Und diese 4 Punkte solltest du in der Lage sein, diese 4 Punkte gleichmäßig zu belasten. Und zwar sowohl, wenn du auf beiden Füßen stehst, als auch im einbeinigen Stand. Und die erste Stufe ist eben, diese 4 Punkte gleichmäßig zu belasten und dabei zusätzlich noch, wenn du merkst, du hast diese Fußbelastung, versuchen, den Innenrand des Fußes anzuheben. Das heißt, vom Gefühl her ist es so, als wolltest du den Großzehenballen und die Ferse auf der Innenseite zueinander hinbewegen und dann so eine Art Gewölbe bilden auf der Innenseite. Das ist die erste Übung, dass du damit anfängst, alle 4 Punkte gleichmäßig belasten und dann versuchen, diese Punkte auf der Innenseite zusammenzubringen. Und dann müsstest du, wenn du dir das anschaust, sehen, dass auch der Fuß, das Fußgewölbe auf der Innenseite sich anhebt. Wenn du das gut kannst, wenn du auf beiden Füßen stehst, dann ist es an der Zeit, in den nächsten Schritt zu gehen und das Ganze einbeinig zu machen. Das heißt, du baust in beiden im Stand diese Belastung auf, verlagerst das Gewicht auf ein Bein und hebst deinen Fuß an. Und jetzt ist das Ziel, das Ganze zu halten, dass dein Fuß nicht nach innen oder nach außen kippelt die ganze Zeit, sondern dass du den Fuß gleichmäßig belastest, stabil halten kannst. Wenn du das gut kannst, dann nimm einen instabilen Untergrund hinzu. Das kann, wenn du sowas hast, so eine Therapiematte sein, das kann ein Wackelbrett sein, das kann aber auch, wenn du sowas nicht hast, einfach ein Kissen oder eine Wolldecke sein, die du faltest. Auch das macht es schon instabil. Und wenn das gut geht,
dann ist es wieder an der Zeit, in die Dynamik zu gehen. Weil du willst gehen, du willst laufen, also musst du auch in deinen Übungen dynamischer werden. Da fange ich immer ganz gerne mit Schritten an. Das heißt, du machst einen Schritt vor und zurück. Und dabei ist es wieder wichtig, dass wenn du ankommst, dass du diese vier Punkte gleichmäßig aufbaust. Dein Fuß kippt nicht vermehrt nach innen, sondern du kannst das gut halten. Um das zu sehen, musst du diese Übung natürlich vor dem Spiegel machen. Denn ansonsten musst du die ganze Zeit nach unten gucken und beim Gehen oder solche Sachen guckst du auch nicht nach unten. Dementsprechend am besten hast du einen Spiegel vor dir. Wenn du das in diesen Schritten von 10 Schritten 9 gleichmäßig und gut hinbekommst, dann kannst du diesen Schritt mal schneller machen, ja, dass so ein kleiner Hopser dabei ist. Und auch da wieder darauf achten, Fuß muss stabil bleiben. Wichtig ist mir aber auch, wenn du jetzt schneller wirst, dass du nicht nur auf deinen Fuß achtest, sondern schau auch mal, was der Oberkörper macht. Also, dass du nicht irgendwie sowas hier machst oder dass dein Becken hier zur Seite rausgeht. Sondern versuchen, gleichmäßig aufrecht gerade zu bleiben, Bauchspannung zu halten, ist eine gute Idee. Und dann eben die Schritte immer ein bisschen schneller zu machen. Und irgendwann wirst du dann in Richtung Sprünge kommen. Und das ist natürlich auch das Ziel, denn wenn du ins Laufen kommen willst, musst du in der Lage sein, in diesen Sprüngen das Sprunggelenk stabil zu halten. Ja, das heißt, wenn du jetzt einen Sprung machst, ich mache das gleich mal vor, dann ist es auch wieder wichtig, dass dein Fuß eben da nicht vermehrt nach innen einbricht. Ja, das hast du jetzt vielleicht gesehen, da ist mein Fuß nach innen weggegangen. Und wenn du in die Sprünge gehst, dann halte das auch wirklich, nachdem du gelandet bist, eine kurze Zeit. Das hier, ja, dass du wirklich in die Stabilität kommst. Kannst du auch das, dann macht es natürlich Sinn, in Schrittsprünge alternieren zu gehen. Das heißt, du machst einen Schritt mit dem Rechten direkt auf das Linke, auf das Rechte, auf das Linke. Auch das wieder vom Spiegel, am besten barfuß, damit du siehst, was du tust. Wenn du diese ganzen Übungen machst, empfehle ich dir immer ungefähr 10 Wiederholungen zu machen, davon 3 oder 4 Durchgänge pro Seite. Warum nur 10 Wiederholungen? Das ist koordinativ sehr, sehr anspruchsvoll, ja? Weil du erstmal gucken musst, wie kriegst du diese ganzen Muskeln alle miteinander in die Kombination und dementsprechend lieber weniger Wiederholungen pro Einheit, dafür aber dann mehrere, um eben wirklich die Konzentration, den Fokus ganz auf die Ausführung legen zu können. Das war's zum Thema Fußstabilität bei Achillessehnenentzündung. Zum einen, was kannst du selber machen, um rauszufinden, ob deine Fußstabilität ein Thema ist? Und zum anderen, wenn es ein Thema ist, welche Übungen sind die besten, um etwas dagegen zu tun? Ich hoffe, du konntest ganz viel aus diesem Video mitnehmen und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir gerne einen Kommentar. Wenn es dir wirklich was gebracht hat, würde ich mich super freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann abonniere gerne meinen Kanal, klick auf den Button, denn es wird weitere tolle Informationen rund um das Thema Achillessehne und auch um andere Beschwerden geben. Aber das Wichtigste ist mir, dass du, wenn du dir dieses Video angeschaut hast, in die Aktivität kommst. Das heißt, steh auf, mach die Tests, finde raus, ob du ein Stabilitätsproblem hast und falls ja, leg los. Fang mit den Übungen an, damit du im nächsten Schritt tatsächlich schmerzfrei wirst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg.